Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider. Beim vierten DLC. Wir haben noch was Neues. Dritte Position. Rot im Norden. Die sichtbaren Symbole lauten Tanz, Baum, Wasser, neun oder viele. Also im Norden muss es irgendwo tanzendes Wasser geben mit vielen Bäumen. Ich meine, mit Sicherheit wird es eher auf der Karte angezeigt. Also großartig suchen brauchen wir eigentlich gar nicht. Auch wenn der Stand, wie sollen es finden? Aber... Ne, hier ist es auf jeden Fall nicht. Das wäre ein bisschen abgefahren. Nee, scheint es auf jeden Fall doch nicht angezeigt worden zu sein. Außer das ist hier jetzt da doch noch ganz woanders, aber ich denke mal nicht. Im Norden dieses Landes? Weil dann wüsste ich ja quasi, wo ich zumindest zu gucken habe. Wir reden mal mit dem hier noch. Was hältst du von tanzendem Wasser neben vielen Bäumen? Das alte Bewässerungssystem. Okay. Dann schauen wir mal, wo das sein könnte. Irgendwo, wo man bestimmt dann auch wieder abtauchen kann. Hier gibt es allerdings nicht viele Bäume. Ah, jetzt wird es uns angezeigt. Also doch irgendwo im Norden. Ja, das war mir schon irgendwie klar. Ich meine, es klingt jetzt blöd, dass ich das sage, dass mir das schon irgendwie klar war, dass es da oben ist. Während ich hier unten jetzt rumlaufe. Aber doch, es war mir irgendwie klar. Ich hatte eigentlich erst gedacht, hier beim Wasserfall oder sowas. Aber als er jetzt Bewässerungssystem gesagt hat, ja, dann ist natürlich klar, dass es dort ist. Irgendwie wusste ich das aber. Das vereinfacht das Ganze natürlich ungemein, wenn man nicht mehr viel suchen muss. Wenn einem eigentlich direkt auf der Karte immer ständig angezeigt wird, wo man lang zu gehen hat. Einerseits natürlich ein bisschen nervig, weil dadurch erscheint das Spiel dann wiederum zu leicht, weil man nicht mehr am Rätseln ist. Man verlernt das Rätseln, das Suchen. Gut, wenn es natürlich zu lange Suchen ist, ist es natürlich auch doof, aber... Hier? Bin ich hier richtig? Na, hier kann man nicht runter, also wahrscheinlich nicht. Hier wahrscheinlich. Hier hör ich zumindest schon das Wasser. Man kann auf jeden Fall schwimmen. Okay, da hoch geht's aber nicht. Ob es da oben rein ist? Okay, da kann ich nicht hin. Nur hier kann ich schwimmen, aber auch nicht tauchen. Ach, Mann, bin ich doof. Hier gibt es ja auch noch was. Aha. Muss natürlich auch was sein, wo man als Kind da hingehen konnte, ne?
So, da haben wir das doch gefunden. Mal gucken, wie viel wir hier schießen dürfen. Wobei, geschossen haben wir ja nicht viel. Wir haben ja eigentlich hauptsächlich die Schleichangriffe gemacht. Finde, was Amaru versteckt hat. Was ich eigentlich echt cool fand. Mal ohne zu schießen hier durchzukommen. Durchzugehen bei so vielen Gegnern. Das hat so eine gewisse Klasse, finde ich. Statt einfach drauf wild herumzuschießen. Oh. Also es soll wohl das alte Bewässerungssystem wohl sein. Fuck you. Wollte gerade sagen, man sieht wieder nichts. Der ist beim Ketchup-Song gestorben. Oder beim roten Pony, das sich umgedreht hatte, oder wie auch immer. Okay. Ein tolles Bewässerungssystem, wenn hier lauter Leichen sind. Und das Wasser so gesehen verseuchen. Cool. Zieh meine an. Okay. Gibt es sowas wie einen Irrgarten? Wohin das wohl führt? Tja. Liebe Lehrer. So, sowas wie eine Herausforderungsgrab vielleicht. Okay. Auf jeden Fall darunter. Okay. Beklemmende Musik fängt an. Dann drücken wir mal den Schalter, um da reinzukommen. Ah ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Warum sagt ihr das? Sie steht da nur. Vielleicht müssen wir die Wasserräder anhalten, damit diese Dinger stehen bleiben. Ah, guck an, da oben haben wir schon mal was. Okay, mit den Wasserrädern hat das nichts zu tun. Das sind zu viele und zu wenig Dinger, die sich dadurch bewegen könnten. Ich wollte gerade sagen, da geht's wohl rein. Kann ich jetzt wieder zurück? Weil ich habe das Ding. Okay. Ja, dann wissen wir, dass es da zumindest schon mal lang geht. Erstmal beobachten. Und dann das Resultat rausziehen. Also gut, mehr haben wir nicht. Was passiert, wenn wir hier das machen? Nichts, sie haben uns einfach nur ein Tor geöffnet. Alles klar, dann geht's jetzt hier weiter. Das hätten wir wahrscheinlich oben noch machen können. Wir kommen bestimmt noch da oben hin. Auf die Plattform quasi. Bei der verborgenen Stadt, als beim letzten Teil quasi, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es da keine Wandgemälde gab. Mich hätte gerne interessiert, was es für eine Stadt gewesen ist. Aber gut, okay. Warum baut man sowas? In eine Wasserversorgung.
Okay. Ah, jetzt sind wir hier, genau. Können wir von hier aus noch was anderes sehen? Ich denke mal eher nicht, aber... Aha, doch. Okay. Das heißt, das müssen wir irgendwo befestigen. Dort oben dann wahrscheinlich. Okay. Oh. Na, runterfallen denke ich mir jetzt mal weniger. Ah, okay. Jetzt schon da zurück? Sieht so aus. Wir haben aus dem Dipsche. Na, hoch können wir auf jeden Fall nicht, wie es aussieht. Auf jeden Fall ist es sehr scheinbar sehr hilfreich, viel rumzugucken. Allerdings verrät es dann schon, was man alles zu machen hat. Oh. Sowas wieder. Okay. Okay, auf die Seite können wir natürlich nicht. Da ist ein riesen Loch. Das heißt, wir müssen so gesehen Seil hüpfen. Oh Gott. Sieht nach mehr sowas aus. Hält es mich aus? Scheiße. Okay, aber ich nehme an, es sollte so sein. Okay, rumgucken ist wieder gefragt. Da unten haben wir schon mal Seil. Da unten auch. Das bewegt sich, das dreht das Ding dann wahrscheinlich wieder runter. Da haben wir sowas wie ein Schloss, nehme ich mal an. Das sieht ganz danach aus. Oh. Das hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen. Also damit öffne ich das Tor wieder, das ist klar. Oder ich tue das hier in Aktion setzen. Man kann da hochklettern. Was gibt's hier oben? Nichts. Vielleicht der Ausgang. Gut, dann gucken wir hier noch schon mal rein. Was gibt's hier Schönes? Gibt es hier hinten was? Ist das ein riesiges Tor? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Irgendwas muss hier hinten ja dann passieren, sodass ich hier durch muss, sobald sich das bewegt. Wir schauen mal, was passiert, wenn wir das damit befestigen. Ein Tor. Ich hab's gewusst. Wie lang kann sich das jetzt drehen? Beziehungsweise, wo muss ich zuerst lang?
Okay, es dreht sich wohl unendlich, ohne dass das Seil reißt. Ah, okay. Ah, guck an, das Tor ist da unten jetzt aber noch offen. Ich nehme an, das Wasser muss ich eh wieder ablassen, oder? Wobei, hier unten gibt es wohl an sich nichts. Mal gucken, ob hier wieder diese Yaxils auftauchen. Das wäre so ein typischer Yaxil. Das wäre hier so ein typisches Yaxil. Dingens. Yaxil. Wetten, nicht Wetter. Welt! Mann! Was los? Endlich. Fortschritt. Echt? Okay, wenn sie sagt Fortschritt, dann scheint es wohl zu stimmen. Mhm. Okay. Ich sehe schon die ganzen Kombinationen, die ich machen muss. Okay, dann müssen wir das Wasser wohl wieder ablassen. Am wenigsten wurde uns so das Rätseln, sage ich jetzt mal, nicht erleichtert. So, wir gehen natürlich hier lang. Ist ja wohl klar. Das dreht sich aber langsam. Hallo? Warum du dich nicht drehen? Verklemmt das offene Tor unten. Das obere Tor hier. Aber ich meine, es dreht hier. Verbunden ist es auch. Warum will es sich nicht drehen? Was? Verrückt. Alles klar. Hier kommt neues Wasser rein. Interessant ist diese... Also so sieht es zumindest aus, aber interessant, dass diese Stämmchen mit diesem riesigen Freiraum, also es sieht eigentlich wie ein Knast aus, das Wasser zurückkriegt. Okay. Was haben wir denn da jetzt gemacht? So dass wir da unten vielleicht raus können, huh? Ohne dass da das Wasser nachläuft. Vielleicht. Oder gibt es hier irgendwas zu machen hier unten? Nee, ne? Hier unten ist nichts.
Okay, es tut mir leid, bevor ihr seht, wie es weitergeht. Wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, dieser Teil endet hier. Ja, auf jeden Fall, sowas mag ich ja. Ich liebe solche Rätsel. Vielleicht nicht unbedingt so Wörterrätsel und suche jetzt mal diese Umgebung, wo das sein könnte. Das ist nämlich ein bisschen groß umfasst alles. Da ist natürlich dann doch ganz nett, dass es da diese Hilfe gibt, dass hier gleich gezeigt wird, wo du hin musst. Aber ich meine jetzt solche Rätsel hier, sowas liebe ich, das macht immer Spaß. Und manchmal bin ich selber erschrocken, wie schnell ich doch eigentlich vorankomme, aber gut, okay. Wie gesagt, das A und O ist einfach nur viel rumgucken, sehen, was ist alles möglich und dann nach und nach einfach ausprobieren. Und dann klappt es eigentlich meistens schon. Okay, ich hoffe, das Video ist für euch bis jetzt eine gute Hilfe, falls ihr hier irgendwo hängen bleibt. Und vergesst keinen Daumen hoch. Und wenn es euch gefallen hat, und ein Abo natürlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen oder morgen nochmal. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier weiterhin mache. Mit diesen Teilen veröffentlichen von Shadow of the Tomb Raider für das DLC. Wie das DLC heißt, habe ich schon längst wieder vergessen. Und dann das mit Prince. Und ja, das war von mir, Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.